Wenn ich mich mal einsam gefühlt habe, habe ich mir oft gedacht, alle sind gegen mich. Und genau dieses Gefühl wird oft von den falschen Gruppen ausgenutzt. Autoritäre und extremistische Bewegungen werden immer größer und es gibt immer noch viele junge Menschen, die sich ihnen anschließen. Die Studie Extrem Einsam hat sich genau das angesehen und mit mehr als 1000 Jugendlichen gesprochen. Ein Großteil der Befragten haben zugegeben, einsam zu sein oder keine engen Freundinnen oder Freunde zu haben. Ich möchte heute herausfinden, was hinter den Kulissen abläuft, wenn sich junge Menschen radikalisieren und was das mit Einsamkeit zu tun hat. Und vor allem möchte ich euch eins zeigen. Einsamkeit ist politisch und das geht uns alle was an. Einsamkeit kann verschiedene Gesichter haben. Wir lernen heute Menschen kennen, die ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben. Dafür sind wir nach Sachsen in die Nähe von Zwickau gefahren. Das ist eine strukturschwache Gegend. Davon spricht man, wenn eine Region schlecht zu erreichen ist, wenig Öffis fahren und nicht viele Jobs und Freizeitangebote für junge Menschen vorhanden sind. Das führt dazu, dass vor allem junge Menschen die Region verlassen. Ich bin gespannt, wie die Leute, die ich kennenlerne, ihr Umfeld wahrnehmen. Ich bin gerade in Werdau und lerne jetzt Lisa kennen. Mit ihr gemeinsam treffe ich jetzt die erste Person. Hi! Hallo! Ich bin Jakob. Ich bin Lisa. Freut mich. Dankeschön, dass du dich heute mit uns triffst. Ja, sehr gerne. Du bist Sozialarbeiterin, richtig? Richtig, genau. Okay. Was genau machst du? Ich arbeite mit 18- bis 21-jährigen Jugendvolljährigen zusammen, die wohnungslos sind oder von Wohnungslosigkeit bedroht sind. Genau, die docken bei uns an, suchen bei uns Hilfe und wir schauen, dass die dann eine eigene Wohnung bekommen. Eine Klientin, die gerade aktuell auch noch in Betreuung ist, besuchen wir jetzt. So, hier wohnt die Jugendliche. Okay. Hallo. Hallo. Da sind wir. Sollen wir reinkommen? Natürlich. Hi, ich bin Jakob. Hallo. Kathi ist 17 Jahre alt, als sie von zu Hause raus muss. Es gibt viele Konflikte und mit ihren Eltern klappt es nicht mehr. Das ist verdammt jung, um auf eigenen Beinen stehen zu müssen. Sie ist in diesem Moment akut von Einsamkeit bedroht, kann aber zum Glück erstmal bei ihrem Bruder unterkommen, bis sie sich dann an Sozialarbeiterin Lisa wendet. Solche Angebote sind in Situationen wie diesen extrem wichtig, um vor Einsamkeit, Perspektivlosigkeit oder sogar Wohnungslosigkeit zu schützen. Wie sähe denn jetzt so euer Tag aus, wenn ich nicht hier wäre? Also wenn wir alle nicht hier wären. Also sie kommt her und wir setzen uns eigentlich erstmal aufs Sofa und gucken so erstmal, was in letzter Zeit so passiert ist, erzählen halt, also ich erzähle generell auch so viel. Dann gucken wir halt, was eigentlich als nächstes ansteht, was gemacht werden muss. Als letztes war es vielleicht der BAföG-Antrag. Also so all das, was irgendwie im Alltag anfällt, macht ihr dann zusammen? Ausbildungssuche war lange Thema und das ist jetzt mittlerweile aber alles soweit in Sack und Tüten und läuft und das ist schön. Wie bist du denn zu deinem jetzigen Freundeskreis gekommen? Also ich hatte schon immer meinen Freundeskreis. Viele haben auch dieselben Probleme, ob jetzt familiär oder generell haben dieselben Probleme und können dadurch, denke ich, auch einfach besser verstehen und leichter darüber reden und halt zusammen vielleicht Lösungen suchen. Werdau ist ein ganz spezieller Ort, glaube ich, für Jugendliche. Ihr seid ja sehr verwurzelt, alle miteinander. Und das war, glaube ich, auch bei dir so, ne, dass du immer, also schon ganz lange, die gleichen Freunde hast, worauf man sich durchaus auch verlassen kann. Ne? Mhm. Und das hat man auch gemerkt, dass dein Bruder dich einfach aufgenommen hat, ne? Wo du zu Hause raus musstest. Darf ich dich fragen, wie es dazu kam? Das Verhältnis zu Hause war einfach nicht mehr so super gewesen. Also es war aber auch meine Schuld. Okay. Ich habe mich nicht wirklich um Ausbildung gekümmert. Ich habe meinen Schulabschluss fertig gemacht und hatte halt mehr andere Sachen im Kopf. Und deswegen musste ich halt zu Hause ausziehen. Ja, da bin ich vorübergehend erst mit meinem großen Bruder gezogen. Als du dann bei deinem Bruder eingezogen bist, hat er praktisch dich an uns weiter vermittelt. Wie ist das denn bei Menschen, die keinen großen Bruder haben? Also die wechseln die Freunde dann einfach? Okay. Ganz oft und machen einmal den ganzen Freundeskreis durch, solange bis kein Sofa mehr übrig ist. Oder bei uns im Übergangswohnen ist ein Zimmer frei, dann können die da erstmal einziehen. Ja. Oder dann zum Teil auch draußen. Ein Umfeld zu haben, das einen auffängt, ist in Zwickau im Vergleich zu Werdau eher selten, erzählt uns Lisa in ihrem Büro. Einsamkeit bei Jugendlichen in Zwickau spielt durchaus eine relativ große Rolle. Also gerade im Vergleich jetzt zu Werdau, wo das alles sehr eng vernetzt ist und alles noch so ein bisschen im kleinen Rahmen ist und jeder kennt jeden. Das ist hier in Zwickau aufgrund der Größe einfach auch nicht. Also wir merken, dass viele Schwierigkeiten haben, sich
auch an jemanden zu binden und richtige Freundschaften zuzulassen, jemanden zu vertrauen. Ich habe mal bei Freunden, Kolleginnen und Kollegen nachgefragt, wie die damit umgehen, wenn sie einsam sind. Ich habe in meinem Leben schon sehr, sehr oft die Schule gewechselt und entsprechend war ich teilweise dann in diesen Schulen in verschiedenen Gruppen, meistens natürlich in der coolen Gruppe, musste mich aber eigentlich immer extremst verstellen und auch Dinge tolerieren von Menschen aus meiner Gruppe, wo ich normalerweise sagen würde, warum machst du das? Das aber nicht getan habe, weil ich halt mit denen befreundet sein wollte. Es war mir wichtiger, mit denen befreundet zu sein, als auf meine eigenen Prinzipien zu hören und irgendwie mir selbst treu zu bleiben. Und das ist richtig gefährlich. Da kann man echt sich selbst verlieren, Dinge tun, für die man dann vielleicht Strafe zahlen muss oder sonst was passiert. Also ich verstehe, dass Einsamsein scheiße ist. Passt auf, mit wem ihr befreundet seid. Das ist mindestens so wichtig, wie überhaupt mal Freunde zu finden. Schreibt in die Kommentare, ob ihr schon mal einsam wart. Dieses, ich sag mal, Klischee über Sachsen, dass hier Rechtsextremismus extrem populär ist, was denkst du darüber? Stimmt, ja, schon. Okay. Also, ist schon so, ja. Spielt das bei euch auch eine Rolle? Also, Rechtsextremismus jetzt nicht wirklich. Mhm. Weil so das, also das Extreme jetzt nicht so. Wie würdest du denn deine Freunde beschreiben? Wir sind alle sehr locker und sehr offen und reden auch, wenn wir auch mal über alles. Ich würde sagen, ich habe eine eher rechte Einstellung auf jeden Fall. Aber da gibt es ja auf jeden Fall auch Ausnahmen. Wie meinst du Ausnahmen? Es gibt Leute, die sagen, die sind rechts, die haben auch absolut nichts mit Ausländern zu tun und alles, was einfach nicht in das Bild passt, ist halt einfach nicht richtig. Also ins nationalsozialistische Deutschbild meinst genau. du? Genau. Wie bist du dazu gekommen? Ich bin so aufgewachsen, dadurch war halt die Grundeinstellung schon da. Aber viel ist halt, ich würde auch sagen, das meiste ist aber halt auch durch Sachen, die man im Laufe der Zeit halt so erlebt hat, die halt passiert sind, was man so mitbekommen hat, ja. Was genau heißt denn für dich rechts sein? In den meisten Fällen ist es halt einfach so, man hat die politische Einstellung halt einfach. Deutschland und es bleibt alles so, wie es ist so und es sollen halt einfach nicht so viele Ausländer hierher kommen. Wenn du jetzt deine politische Einstellung ändern würdest, würde sich dann dein privates Umfeld und dein, sage ich mal, Ablauf im Leben irgendwie verändern? Wenn die Einstellung sich ändern würde, würden die einen natürlich dann auch anders sehen. So, und würden vielleicht auch nicht mehr die Meinung von dir haben und würden ihre Meinung dann aber gegenüber mir halt trotzdem vertreten wollen. Okay. Das könnte in Zwickau schon ein bisschen zu Ärger führen. Kathi sagt zwar von sich selbst, dass sie Tendenz rechts ist, aber wenn ich mir die Sticker in ihrer Wohnung angucke und was an ihren Wänden hängt, dann geht das für mich absolut in eine extreme Richtung. Auch wenn deren Verwendung nicht strafbar ist, bringen sie doch eine rechtsextreme Einstellung zum Ausdruck und werden auf Stickern, Shirts oder Plakaten verbreitet. Kathis Geschichte hat mich nachdenklich gemacht und irgendwie auch nochmal verdeutlicht, wie potenzielle Einsamkeit und extremistische Bewegungen zusammenhängen können. Nachdem sie durch ihre Erfahrungen zu Hause akut von Einsamkeit bedroht war, spricht sie jetzt von einem Freundeskreis, der sie auffängt, dessen Gesinnung für mich eindeutig ist. Auch David, den wir gleich treffen werden, ist in einem rechtsextremen Umfeld aufgewachsen. Er war 12 Jahre alt, als er aus der Jugendgruppe vom Dritten Weg ausgestiegen ist. David, schön erstmal, dass du mit uns ein bisschen quatschen möchtest. Du wolltest dich ja unkenntlich machen vor der Kamera. Kannst du einmal erklären, warum? Ganz einfach aus dem Grund, dass es in Zwickau eben gewisse Leute gibt, die mir eben nicht wohlgesonnen sind. Zum Beispiel, was halt schon mal gemacht wurde, es werden LinkedIn-Accounts angelegt. Dort wird dann eben zum Beispiel die Schule angegeben und eben Gesicht. Und aufgrund dessen können dann Leute eben einen vor der Schule abfangen oder eben bis nach Hause begleiten, sage ich mal. Und dann weiß man halt auch ganz schnell mal, wo man wohnt. Krass. Wird dagegen irgendwas unternommen? Also natürlich kann man eben LinkedIn-Accounts eben melden. Aber es ist halt immer schwierig, weil LinkedIn nimmt die selten runter, weil es eben halt nur ein ganz normaler Account ist. Aha. Ist das eine Möglichkeit, zur Polizei zu gehen? Für manche sicherlich schon. Für mich sehe ich da keine Alternative drin. Ja, rechts ist. Nee. Ach so, okay. Hast du schon mal das Gefühl, aufgrund deiner politischen Ausrichtung ausgeschlossen zu werden? Natürlich
wird man da als linke Person ausgeschlossen eben. Mhm. Es sind keine Gruppen, wo ich sagen würde, da möchte ich mich unbedingt zugehörig fühlen. Hast du dich schon mal deswegen einsam gefühlt? Ja, vor allem am Anfang. Also ich komme ja eher aus einer reaktionären Familie, sage ich jetzt einfach mal. Was meinst du mit reaktionäre Familie? Teile dieser Familie sind halt im dritten Weg auf jeden Fall. So viel kann ich halt sagen. Und du hast dich davon bewusst abgekapselt, oder wie? Genau, genau. Also das war eben mütterlicherseits. Und ich wohne mittlerweile aber bei meinem Vater. War es denn schwer für dich, dich abzukapseln? Ich meine, Familie ist ja noch mal immer ein bisschen härter, als wenn es jetzt um Freunde geht oder so. Ja, ganz einfach. Deswegen, es ist halt nun mal meine Mutter und es bleibt nun mal halt auch meine Mutter und ich habe die immer noch lieb, sage ich einfach mal. Aber zum anderen halt eben auch nein, einfach weil ich gemerkt habe, das möchte ich halt auch einfach nicht verkörpern und sowas möchte ich auch einfach nicht unterstützen. Und dadurch hatte ich eben am Anfang ein Zusammenhaltsgefühl, eben durch diese rechten Gruppen. Aber mittlerweile muss ich ehrlich sagen, gar nicht. Also ich habe meine Freunde und die unterstützen mich. Und wenn ich eben irgendwas falsch mache, dann sagen die mir halt auch klar, was ich falsch mache. Und ich kann da immer zu irgendjemandem gehen und mich da aussprechen, wenn ich irgendwas habe. Von außen betrachtet ist es immer leicht zu sagen, wie man sich entschieden hätte. Aber ganz ehrlich, dass David mit 12 Jahren mit seinem kompletten Umfeld bricht und riskiert, alleine dazustehen, ist einfach nur krass beeindruckend. Führt das Alleinesein also wirklich zu Entscheidungen, hinter denen wir gar nicht stehen? Umut ist Psychotherapeut aus Berlin und hat dort seine eigene Praxis. Ich habe ihn mal gefragt, ob er ein paar Dinge für uns einordnen kann. Einsamkeit ist ein Faktor, der dazu beitragen kann, dass wir uns zurückziehen, dass wir uns nicht zugehörig fühlen, dass wir hoffnungslos werden und uns so ein bisschen vielleicht sogar verstoßen fühlen. Und letztendlich kann das einerseits für psychische Diagnosen Tür und Tor öffnen, andererseits macht uns das aber auch empfänglich für Menschen, die uns für ihre Sache einspannen wollen. Wenn jetzt aber diese Gruppierung extremistisch ist oder eine Sekte oder, dann kann das natürlich sehr schnell sehr gefährlich werden, weil ich eventuell Aussagen nicht hinterfrage, Ideologie nicht hinterfrage und letztendlich so agiere, wie man das von mir möchte als Gruppierung. Glaubst du denn, dass Jugendliche, die sich der rechten Szene anschließen, das eher aus ideologischen Gründen machen oder eher so aus Gruppenzwang? Ich denke, da muss man halt auch wieder bei jedem Einzelnen unterscheiden. Was ich allerdings am meisten mitbekomme, ist dieser Gruppenzwang. Wie treffen die rechten Gruppen überhaupt Jugendliche an? Ja, also natürlich, zum einen gibt es halt so sehr offensive Taktiken, die mittlerweile aber eher selten noch sind. Also früher hat man zum Beispiel dann an Schulen eben Flyer verteilt oder CDs verteilt damals noch. Mittlerweile ist es weniger so, dass das noch passiert. Der dritte Weg wird natürlich auch immer älter und die nächste Generation, also die NRJ, die Nationalrevolutionäre Jugend, die existiert, die ist groß. Man sagt jetzt nicht mehr direkt, wenn man eben jemanden sieht, hier, ich bin Nazi, komm doch mal mit. Man sagt eben hier, ja natürlich bin ich ein bisschen rechts, aber ist ja nicht alles so schlimm. Und dann trifft man sich vielleicht noch mal im Jugendclub und dann fängt man an zu reden. Die rechtsextreme Szene ist am Anfang eher Lifestyle als Politik. Man trifft sich auf Konzerten, Hauspartys, alles kostenlos und ganz ohne Zwang. Es geht erstmal darum, einfach nur gemeinsam Spaß zu haben. Bei Konzerten geht es weniger um so richtig krasse Sachen wie Lanzer oder sowas oder Stahlgewitter oder sowas. Es geht da eher vielleicht auch um Rap-Musik, keine Ahnung, Chris Ares oder Max Damage oder so. Raus aus der Deckung, zeigt eure Fahnen. Wie ein freier Germane. Sie ballern unsere Pass wieder hart im Betonblock. So
solange hier noch Deutsche stehen, wollen wir eure Fäuste sehen. Da denken die dann, okay, das ist genau meine Musik und der hat auch andere Texte und so, denke ich, kommt man durchaus da auch irgendwo in so ein Loch einfach rein. 38.800 Personen werden 2022 der rechtsextremen Szene zugeordnet. 21.000 rechtsextremistische Straftaten werden im Jahr 2022 registriert. Das sind mehr als 57 am Tag. Es gibt ja durchaus Gruppierungen, die bieten erstmal was Gutes auch an, ne? Und Möglichkeiten, dass auch die Jugendlichen Hilfe bekommen. Und so finden natürlich auch die Jugendlichen da erstmal Anschluss. Ne? Die haben das Gefühl, die meint es gut mit mir. Und das können gerade jüngere Jugendliche gar nicht unbedingt differenzieren. Ne? Und fühlen sich da erstmal gut aufgehoben. Und das ist sicherlich auch der Einsamkeit geschuldet. Lisa und Kathi waren beide der Meinung, dass die Wahrscheinlichkeit für Jugendliche einsam zu sein hier in Zwickau deutlich größer ist. Ich frage mich, woran das liegt und erkunde deshalb jetzt ein bisschen die Stadt in Begleitung von Jakob Springfeld. Jakob hat sich extra gewünscht, dass wir ihn heute vom Bahnhof abholen. Das soll wohl einen besonderen Grund haben. Ich frage mich, welchen. Hey. Hi. Na? Jakob. Schön, dich zu sehen. Hi. Danke erstmal, dass du dich mit uns triffst. Cool, dass du in Zwickau bist. Cool. Du hast ja gewünscht, dass wir dich hier abholen. Hat das einen besonderen Grund? Ja, tatsächlich. Ich versuche tatsächlich in Zwickau nicht mehr alleine durch die Stadt zu laufen oder zu fahren durch die Bedrohung von Neonazis. Ich habe einfach schon viel Scheiße hier erlebt. Ja. Diesbezüglich denke ich mir jetzt, auch gerade mit der öffentlichen Präsenz, ja, musste ich kein Risiko eingehen. Magst du mir ein bisschen was von Zwickau zeigen? Total gern. Let's go. Jakob ist in Zwickau aufgewachsen und hat vor 2 Jahren das Buch Unter Nazis, Jung, Ostdeutsch gegen Rechts geschrieben. Du hast ja gesagt, dass du Angst hast oder die Befürchtung hast, hier in Zwickau auf Nazis zu treffen, die dich irgendwie körperlich angehen wollen. Ich habe halt die Fridays for Future Ortsgruppe mitgegründet, die grüne Jugendgruppe vor Ort. Ich habe viele Anti-Nazi-Demos angemeldet. Was für uns damals krass so neu war und irgendwie erschreckend war, dass so Aktivismus fürs Klima dafür sorgen kann, dass man ins Zielfeld der extremen Rechten gerät. Okay. Ich dachte damals, das ist so ein gesamtgesellschaftliches Thema. Ja. Aber selbst das hat halt irgendwie schon dazu geführt, dass uns Neonazis abgefilmt haben, unsere Fotos ins Netz gestellt haben. Eines Tages stand ein Neonazi-Kader vom Dritten Weg vor unserer Haustür, hat da einen Sticker an den Briefkasten geklebt. Das heißt, die rechte Szene kennt die Adresse meiner Eltern in Zwickau. Ja. Man wurde im Club rumgeschubst, angespuckt, ist weggerannt, all diese Sachen. Und man muss auch dazu sagen, ich habe das gewissermaßen frei gewählt, indem ich meine politische Meinung gesagt habe. Ja. Andere können nicht einfach ihre Klappe halten und in eine Großstadt ziehen und haben dann keine Probleme mehr, sondern sie sind halt seit Geburt von Rassismus und Diskriminierung betroffen. Es ist in dieser Stadt auf jeden Fall normal, auch recht zu sein. Es ist nicht irgendwie was so verurteilt wird von anderen Leuten. Ich hatte letztens eine Lesung an der Schule in Zwickau, wo mir auch Kids gesagt haben, es ist kein Problem, Neonazi zu sein. Es ist halt immer so ein bisschen nervig, dass die Leute, die dann diese Problematik benennen, die über die extreme Rechte sprechen, über Neonazis und Co., dass die halt schnell als Nestbeschmutzer gebrandmarkt werden, als Leute, die irgendwie, die ja eigentlich so tolle, schöne Innenstadt, Altstadt irgendwie schlecht machen wollen. Ja. Und ich check halt nicht, dass so viele nicht verstehen können, dass es einfach verschiedene Realitäten geben kann. Wie ist das denn für Kids oder Jugendliche, die so eine rechte Meinung nicht vertreten wollen? Es gibt Möglichkeiten, um sich zu engagieren, aber du hast halt hier ein viel entspannteres Leben, wenn du dich nicht klar gegen Nazis positionierst. Mhm. Und das ist auch was ich so erschreckend finde, dass man halt so Leute trifft, die sich, glaube ich, gern positionieren würden, aber die einfach ein Stück weit Schiss haben. Und diese Angst kann ich schon auch nachvollziehen. Menschen haben Angst vor etwas, deshalb kommen in unsere extremistische Gruppe. Auf der anderen Seite kennen wir auch die Geschichten von Menschen, die ausgestiegen sind, dass sie bedroht wurden. Dass Angst genutzt wird, damit Menschen in dieser Gruppierung bleiben, damit sie eben nicht austreten. Die werden teilweise bedroht oder es wird gesagt, wenn du aussteigst, dann passiert das und das. Wenn du unsere Geheimnisse erzählst, dann passiert das und das. Und das führt dazu, dass die Menschen dann bleiben, wo sie sind. Wir kennen bei Angst Fight, Flight or Freeze. Also wir kämpfen oder wir fliehen. Oder wir erstarren vor Angst. Und das sind teilweise auch Menschen, die da wirklich erstarren und dann in dieser Gruppierung bleiben, anstatt dagegen anzukämpfen oder zu fliehen.
Klar, man hat Wut und Hass auf diese Leute. Ja. Und ich habe auch absolut kein Verständnis dafür, so drauf zu sein. Auf der anderen Seite, wenn ich mir deren Lebensgeschichten oft so anschaue, auch so die Kontinuität von nationalsozialistischen Ideologien in den Familien, dass es halt Leute gab, die während der Baseballschläger hier Jagd auf Zecken gemacht haben und deren Kids tun jetzt irgendwie genau das Gleiche, dann tun mir die Kids halt auch in gewisser Art und Weise auch manchmal ein Stück weit leid. Gibt's denn hier für Jugendliche irgendwie so linke Räume in Zwickau? Auf jeden Fall, und das gar nicht mal so wenige. Und ich würde sie auch gar nicht mal spezifisch links benennen, sondern einfach demokratische Orte, in denen Jugendliche die Möglichkeit haben, um irgendwie sich in verschiedensten Formen politisch zusammenzuschließen. Du hast ja jetzt noch eine Lesung. Und wir schauen uns dann jetzt einfach mal eben diese Räume an. Im Vendetta Rosso, was nur 10 Minuten vom alten Gasometer entfernt ist, findet jeden Donnerstag Küche für alle statt. Es wird vegan oder vegetarisch gekocht und man gibt fürs Essen so viel, wie man gerade kann oder will. Orte wie dieser hier sind super wichtig und ich möchte nicht wissen, was ohne die passieren würde. Jakob und auch andere Leute zeigen uns, dass es einen Weg raus gibt aus dem sich alleine fühlen und nicht mehr wissen, wohin. Das war ja eine extrem mutige und starke Entscheidung von dir. Hast du das Empfinden, dass Menschen, Jugendliche, die auch in so einer Situation stecken, sich genauso entscheiden würden wie du? Oder nehmen da viele den vermeintlich leichteren Weg? Ich denke, so viele Jugendliche, die ich kenne, eben, die eben aus der rechten Szene kommen, die würden sich eben nicht so wie ich entscheiden, sondern halt einfach dort bleiben. Was glaubst du, muss geändert werden, damit das nicht mehr so ist? Jeder, der schon mal ein bisschen Zweifel hat, ist eigentlich schon jemanden, den man dabei nur unterstützen kann und eben sagen kann, okay, informier dich vielleicht mal auf, eben nicht auf der Hauptseite vom Dritten Weg oder von der AfD oder so oder auf Kompakt, sondern bei Demokratiezentren. Einsamkeit bleibt ein Phänomen, das viele junge Menschen betrifft. Wir haben Kati getroffen, die zwar von einer Sozialarbeiterin unterstützt wird, nachdem sie von zu Hause rausfliegt, sich aber weiterhin in einem rechtsextremen Kreis bewegt. Jakob und David zeigen uns, dass es auch anders geht, aber auch die beiden haben uns erzählt, dass sie es nicht gerade leicht hatten. Dazugehören wollen wir ja irgendwie alle, klar. Aber wir müssen dafür nicht die eigenen Werte und Überzeugungen über Bord werfen. Wenn es euch mal schlecht geht, ihr euch einsam fühlt, unten ist eine Nummer verlinkt, an die ihr euch wenden könnt. Nicht vergessen zu liken und zu abonnieren. Und hier kommt ihr zu einem Video, wo ich mit Menschen über religiös motivierten Extremismus gesprochen habe.